Lieben, heute mache ich mal einen ganz besonderen Look für euch. Und zwar handelt es sich hierbei um einen ganz leichten Look für den Sommer. Und ich denke, ich fange am besten mal direkt an. Also zuerst trage ich eine Foundation auf. Ihr wollt im Sommer ja schön gebräunt wirken. Und die hier ist mir jetzt auch ein bisschen zu dunkel. Das macht aber gar nichts. Und die schmiere ich mir mal ins Gesicht. Die darf auch ruhig eigentlich noch dunkler sein. Ja, ich habe da jetzt nur nichts gefunden. Also die darf richtig schön dunkel sein. Das sieht super aus. Und dann verschmiere ich die mit meinen Fingern im ganzen Gesicht. So, ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich nur das Gesicht damit einschmiert. Da darf wirklich nichts mehr an den Hals gehen. Und ja, also hier schön bitte aufhören, weil das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Es soll ja noch natürlich wirken, ne? So, da benutze ich keinen Concealer, sondern ich benutze ein Make-up. Das hier ist jetzt von MAC. Das hier war übrigens von Lush. Und davon nehme ich dann einen kleinen Pumpstoß. Das sollte sehr, sehr hell sein, weil ihr wollt ja auch ein bisschen Highlights im Gesicht haben, damit das ein bisschen frischer wirkt. Gerade im Sommer soll das ja schön frisch wirken und einen schönen Teint haben. So, also das ist richtig schön hell. Das benutze ich jetzt quasi als Concealer unter meinen Augen. So. Und ich möchte ja auch noch ein bisschen highlighten. Also das sieht jetzt gerade noch ein bisschen blöd aus, aber mache ich gleich besser. Einmal hier auf dem Nasenrücken und hier in der Mitte von der Stirn. Muss ich nochmal ein bisschen mehr Make-up nehmen. Ihr wisst ja, mehr ist mehr, ne? So. Und auch hier unten am Kinn diese Partie solltet ihr ein bisschen heller halten. Und ja, ihr macht das jetzt am besten mit so einem Foundation-Pinsel, weil der ist wirklich super dafür. Verblendet ihr das gerade so ein bisschen, aber nicht zu arg, weil es soll ja schon noch ein bisschen heller wirken, ja? Es ist übrigens gar kein Problem, wenn ihr Foundation als Concealer benutzt. Das klappt meistens super, das setzt sich auch gar nicht ab. Und ja, ich mache das immer so, ne? So, hier noch einmal rüber. So, dann haben wir das erste schon mal gemacht. Aber ich finde, ich bin einfach noch nicht braun genug. Deswegen benutze ich hier noch ein Bronzepuder von Essence. Das schimmert auch so richtig schön. Das war übrigens mal aus irgendeiner LE, ich weiß es nicht mehr. Und benutze einen ganz normalen Pinsel dafür. Und ihr könnt da ruhig was auf den Pinsel drauf nehmen. Das darf ruhig viel sein. Und dann konturiert ihr ein bisschen, ja? Aber nicht nur wirklich diese Cheekbones, sondern wirklich das ganze Gesicht. Also ich zeige euch das mal, ja? Hier so richtig schön mit dem Bronzer. Ihr wollt ja auch wirklich schlank im Gesicht wirken, deswegen darf das ruhig ein bisschen mehr sein. Und dann machen wir noch hier oben die Stirn. Ihr könnt da einfach wirklich drüber gehen, ne? Das ist gar kein Thema, ihr wollt ja auch braun aussehen. Wirklich, ich könnte. Nehmt euch mal wirklich einen ganzen Pinsel voll, ja? Also ich finde, der nimmt hier viel zu wenig auf, gerade von dem Puder. Vielleicht habt ihr da echt ein besseres. Ja, dann natürlich noch hier am Rand von der Nase. Könnt ihr auch einfach mit dem machen. Ihr wollt ja auch eine schmale Nase haben, sieht ja gut aus, ne? So. Umso mehr, desto besser sieht's aus. Und dann natürlich noch hier unten. Kontrolliere ich nochmal ein bisschen, gehe nochmal ein bisschen drüber. Ihr könnt auch einfach mal ganz kurz durchs ganze Gesicht gehen. Das macht halt einfach nochmal ein bisschen braun, ne? Sieht halt besser aus im Sommer.
So, dann bin ich hiermit schon mal fertig und wir haben jetzt quasi konturiert mit dem Bronzer, deswegen muss ich jetzt auch highlighten. Ich nehme einfach den gleichen Pinsel, ist gar kein Thema. Ich habe den jetzt auch nicht abgeklopft, aber wenn noch ein bisschen was dran ist, werdet ihr einfach nur noch ein bisschen bräuner. Und dafür benutze ich jetzt den Mary Luminizer, diesen Highlighter. Und da könnt ihr wirklich nochmal richtig reingehen mit dem Pinsel. Und da, wo ihr jetzt die hellere Foundation gemacht habt, benutzt ihr auch diesen Highlighter. Also, das ist hier in der Mitte der Stirn, dann auf dem Nasenrücken und unter den Augen. So, dann noch ein bisschen am Kinn und nochmal ein bisschen über die Lippen, dann sehen die ein bisschen voller aus. So. Dann habe ich schon mal mein Gesicht gemacht. Jetzt fehlt natürlich noch ein Blush. Und im Sommer will man ja frisch aussehen, deswegen habe ich jetzt hier ein schönes Pinkness Blush. Das ist von Sleek. Das ist die Farbe Santorini. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das passt wirklich zu jedem Hautton. Dann nehme ich einfach wieder den gleichen Pinsel. Wenn noch ein bisschen dran ist, ist nicht schlimm. Ja? Und gehe hier einmal richtig rein. Ja, das ist nicht so gut pigmentiert, sieht man, ne? Sieht man, ist nicht gut pigmentiert. Deswegen muss ich da ein bisschen mehr aufnehmen. Und das benutzt ihr dann so als Rouge. Dazu müsst ihr darauf achten, dass ihr das wirklich schön auftragt, ne? Wirklich da, wo eure Cheekbones sind, da muss das hin. So, jetzt klopfe ich das mal ein bisschen ab, damit ich hier noch ein bisschen verblenden kann mit dem gleichen Pinsel. So. Ich meine, Rouge muss man schon verblenden, ne? Ich meine, der Rest ist total egal, aber Rouge. Ja, so Blush muss schon, sollte schon ein bisschen verblendet sein, so, ne? Ich glaube, das sieht gut aus. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Augen-Make-up. Ich benutze da zuerst von Manhattan diesen Forever Shine. Das ist so ein silberner, ja, so ein, wie nennt man das jetzt wieder, so ein Creme-Lidschatten, genau. Und den mache ich mir mal ganz dick aufs Auge drauf. Und zwar nicht nur aufs bewegliche Lid, sondern wirklich bis hoch zur Augenbraue. Also das sollte schon viel sein, ne? Kann nämlich sonst echt sein, dass euer Lidschatten nicht hält und das wäre nicht so gut. So, jetzt muss ich mal kurz in den Spiegel gucken. Ja, ich verteile das nochmal so ein bisschen. Wirklich bis zur Augenbraue hoch. So. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Lidschatten. Und was super gut zu meinem Rouge passt, ist... Oh, ich krieg das nicht auf, ey. So. Ist dieses Lila und das ist von Manhattan. Nennt sich 65Q Violet. Und ich brauche dafür keinen Pinsel. Ich meine, das geht genauso gut mit den Fingern. So, dann brauche ich jetzt aber noch meinen Spiegel. Also ohne Spiegel geht das nicht, ne? Und das mache ich jetzt hier aufs ganze bewegliche Lid. Trage ich das auf. Also wirklich das ganze bewegliche, ne? Nicht nur am Außenwinkel. Das ist jetzt schon wichtig, dass das wirklich auf dem ganzen Lid ist, sonst sieht es nicht gut aus, ne? Ich meine, ihr wollt ja auch gut aussehen im Sommer und es soll ja ein leichter Look werden. Da sollte das schon richtig drauf sein. So, immer schön wieder mit dem Finger nachholen. Und aufs bewegliche Lid auftragen. Wenn das ein bisschen daneben geht, ist auch nicht so arg schlimm. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen drüber gemalt. Das gehört irgendwie dazu, ja. Und dann benutze ich noch von Zoeva ein Pigment. Und zwar nennt sich das Green Room. Ich nehme einfach den gleichen Finger, weil Lila habe ich eh schon auf dem Augen. Oh, geh auf. So. Also das ist ein Pigment, das ist natürlich nochmal stärker. Da sieht man die Farbe auch noch ein bisschen mehr, deswegen benutze ich das. Das sieht echt super toll aus. Ihr könnt richtig fett was auf den Finger nehmen. Und das kommt dann auf den äußeren, auf den äußeren Winkel. So, hier. Wenn da was runterbröselt, ist nicht schlimm, ne? Das gehört dazu. Wir machen das nachher noch ein bisschen besser. So. Ja, das sieht schon richtig geil aus, ne?
gerade voll stolz auf mich, was ich alles kann, was ich so gelernt habe in den Jahren. Oh, mein Handy. Okay. Das, was hier jetzt runtergebröselt ist, das verblenden wir hier. Und zwar machen wir das quasi wie so ein Kajal hier unten. Wie so ein verlaufender Kajal, das sieht richtig gut aus. Das ist auch gerade wieder voll im Kommen, also das wird total modern wieder. So ein bisschen Smoky-Look gibt das. So. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Okay. Wir sind jetzt fast fertig, ja. Ich brauche natürlich noch Lippenstift. Und zwar benutze ich zuerst einen Lip Liner. Der hier ist von Alverde in der Farbe Aubergine. Den trage ich einmal an der Lippenkontur auf. So, ihr dürft auch ein bisschen drüber malen. Das macht die Lippen ein bisschen größer, sieht viel besser aus. Und übertreibt es ruhig ein bisschen, ja. Soll ja jeder sehen, dass ihr so wunderschöne große Lippen habt. So. Genau. Okay, jetzt benutzt ihr noch einen Lippenstift. Ich habe jetzt hier einen von Manhattan in der Farbe 53K. Der ist ein bisschen heller, weil ich finde, dadurch wirkt das ein bisschen schöner, weil ihr habt ja braune Haut und ihr wollt braune Haut haben und es gibt dann so einen gewissen Kontrast. Jetzt trage ich den hier noch drauf. Muss auch nicht so schön sein, es soll ja große Lippen haben, ne? So, und jetzt natürlich noch Gloss drüber. Ich meine, ohne Gloss geht sowieso nichts. Der hier ist von H&M. So, einmal noch dick Gloss drüber. Da müsst ihr wirklich nicht sparen. Gloss ist total geil. Ich liebe Gloss. Männer finden es übrigens auch cool. Also Gloss, der Burner, wirklich. Es klebt auch nicht. Also das ist... Wer das erfunden hat, ne? Richtig geil. So. Jetzt fehlen nur noch die Augenbrauen, weil ohne gemachte Augenbrauen gehe ich nicht aus dem Haus. Dann nehmt ihr einfach einen schwarzen Kajal. Mache ich auch immer. Und das ist jetzt so einer zum Rausdrehen von P2. Und die Augenbrauen müssen auch nicht super gezupft sein oder so. Das ist total überbewertet. Und jetzt malt ihr die einfach richtig breit nach. So wie Cara Delevingne die Augenbrauen, ja? Ihr könnt die ruhig ein bisschen breiter malen. Das ist gerade total modern. Und also gerade wenn man blonde Haare hat, sieht das richtig geil aus mit dem schwarzen Kajal. Also das ist wirklich der Hammer. Muss auch nicht so schön sein, ne? Ich meine, buschige Augenbrauen sind ja gerade in. Und ja. Einfach schön nachmalen. Vorne müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich einmal einen Strich hoch macht. Und dann rüber, dass das wie so ein Kasten ist. Dass das auch schön genau vorne muss es wirklich genau sein. Hinten ist das wirklich egal. Also da kann auch sein, dass hier eins runter geht und dann ein bisschen weiter unten oder ein bisschen weiter oben, ja. Hauptsache hier vorne stimmt das. Also ein Strich. Boah, warum... Ich muss mein Handy mal kurz ausmachen, ne. So. Das stört ja echt. Also wirklich. Also machen wir weiter. Ich habe jetzt hier einen Strich runtergezogen. Und jetzt male ich die Augenbraue hier einmal ein bisschen vor. Vergesst den Knick nicht, ja, der ist total wichtig. Und hier runter so. Und jetzt male ich das Ganze aus. So. Ich muss mich noch mal kurz gucken, ob ich alles habe. Ich glaube, das sieht gut aus, ja. Ah, ich muss die Augenbraue hier noch ein bisschen... Ist hier ein bisschen schief, ne? Ah, jetzt ist die dicker als die andere. Ja, ich glaube, das ist gut. So,
So, übrigens am Ende des Videos ist noch zu sagen, dass Mascara völlig überbewertet ist. Ich benutze das auch sonst nie und ja, also ganz ehrlich, dafür könnt ihr euch das Geld wirklich sparen. Kauft euch lieber noch ein bisschen mehr Bronzer, ne? Sieht besser aus, wirklich. Jetzt ist mein Look fertig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir doch ein Däumchen hoch, wenn ihr den Look genauso super findet wie ich und wenn ihr das Video toll fandet. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert mich auf meinen Kanal, abonnieren ist kostenlos und ich versuche wirklich regelmäßig Videos zu machen. Das klappt mittlerweile echt ganz gut. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!